Oh nein! Ich wollte sagen, Part 9 von Let's Play Donkey Kong Country 3, Dixie Kongs Double Trouble. Herzlich willkommen. Felsenfest ist geschafft und wir gehen ins nächste Level, dem Jodelrodel. Ein Schlitten-Schnee-Level. Oh Gott, und zwar ein stressiges. Aber macht auch viel Spaß. Ähnlich wie der Kanalrot-Terror. Mit einem Schlitten in atemberaubender Geschwindigkeit durch das Winterwunderland. Und dabei noch Ausschau nach Bonusspielen halten. Oh mein Gott. So. Aha. Miese Kremlingbrut. Ah, Bass, auch wieder da. Und es schneit wie in Strömen. Okay, okay, okay. Checkpoint. Hallo. Irgendwo gab es eine Hütte, wo wir einfach geradeaus fahren müssen. Da kann ich mich noch dran erinnern. Oh, ja, jetzt geradeaus, geradeaus. Und da rein. Okay. Kurz verschnaufen. Und 50 Sterne sammeln. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Bitte, 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 bitte. Kein Fehler machen. Ja. Ja, ich bin angespannt. Etwas an. Gottes Willen! Danke, Booty Bird, das habe ich gebraucht. Und, Oh, ein grüner Ballon, ist das nicht toll? Aber irgendwie. Da ist er. So, will ich noch sehen, was dieser Vogel hier für uns hat. Vogelbananchen. Sehr gesund. Weiß ich nicht. Ich habe den Eindruck, hier fehlt ein Bonusspiel. Ja, man sieht es an der Fahne. Hier wehen nur zwei Wimpel. Was, beziehungsweise die Fahne weht nicht im Wind. Das heißt wahrscheinlich, ich glaube hier am Anfang war das direkt. Ja, wusste ich doch. Ja, werdet ihr sagen, warum hat er es nicht gleich gemacht? Ja, weil ich blöd bin. Ganz einfach. Ach so, alles klar. Wieder Teamwork gefragt. Beim Käfermatschen. Na komm, wirf doch mal. Kitty kann nicht mal werfen. So. Und Start und Select und raus hier. Jetzt ist es geschafft. Weiter geht's in dem Level Freiflugfässer. Wieder so ein Felsenlevel, meine Güte. Dann wechseln wir mal wieder zu Dixie, denn hier gibt's viele, viele Abgründe. So. Du sollst ihn nicht auf die Schulter nehmen, du Depp. Du solltest den Kremling erledigen. So. Augenblick. Ich muss mich gerade mal umschauen. Na, da ist doch was. Da ist doch was. Na, was ist hier? Was hat dieses Stahlfass hier zu bedeuten? Ach, guck mal. Direkt am Anfang. Ist ja irre. Ich glaube, so ging das. Nicht? Ja, mit dem Zielen haben beide Affen so ihre Probleme, wie mir scheint. Wie soll man auch zielen können, wenn man das Fass mit den Haaren trägt? Okay, nochmal. Ruhig bleiben, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben, auch wenn es schwerfällt. Hör auf zu lecken! So. Speichern. Hör auf zu lecken! Mein Emulator mag diese Wasserfälle nicht. Oh, Freunde. So, jetzt nochmal. Okay. Das war eine schwere Geburt.
hat er sich eine ganz miese Stelle ausgesucht, um sich hinzustellen, unser Mr. Coin. So, wie geht's weiter jetzt hier so, hä? Keine Ahnung. Ich hab mich verlaufen. Ah ja, hier. Von da sind wir gekommen und da geht's auch weiter. Oh, Hilfe. Ha! 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 Nein, bitte, 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 bitte! Ach, das ist unfair! Es ist nicht fair! Es ist und bleibt nicht fair. Das Level mag ich mal gar nicht. Überhaupt nicht. Okay, Bonusspiel, immerhin. Ah! Was ist denn heute mit den Affen los? Etwas ungeschickt. Och, muss das jetzt auch noch sein? Das ist jetzt das Blödeste, was euch einfallen konnte. Liebe Rareware-Typen. Das ist doch echt nicht wahr. Oh, zweite Banane schon verpasst. Oh Mann, das schaffe ich nie. Oh, man hat ein Einsehen. Leute, das wird knapp. Das wird sehr knapp. Das schaffe ich nicht mehr. Das ist... das ist unfair! Oh Mann. Ich bin genervt von diesen blöden Bananen. So. Oh, hab doch abgestürzt. Ich küsse gar. Ah. Das macht aggressiv, kann ich euch sagen. Oh. Ja, schön, dass die Banane immer hier auftaucht. Oh. Ja, genau, da unten. Und ganz oben. Wo ich nicht rankomme. Schön. Und wieder unten. Da, la. Und verpasst. Wunderbar. Es ist so toll. Oh Mann, warum? Ich hasse dieses Bonusspiel so. Ich hasse es. Oh, hör aufzulenken. Hör aufzulenken. Hör aufzulenken. Oh Gott. Leck Party. Das schaff nur ich, genau zwischen die zwei Viecher zu werfen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Oh Mann. Hätte ich nicht geglaubt, dass es bis Part 9 dauert, dass ich meinen ersten Ausraster hier kriege. Boah. Ich weiß, euch gefällt das, aber mir nicht. Platzt gleich eine Ader am Hals. Wie war denn das noch hier? Ach so. Alles klar. Endlich Dixie wieder. Dieser blöde Kitty, der ist ja zu gar nichts in der Lage. Ich wollte nochmal gucken, ob es hier oben was gibt, aber es gab nichts. Das heißt, ich darf noch einmal hochhopsen. Yes, ihr seid doch zu blöd zum Springen. Ihr seid selbst zu blöd zum sage ich jetzt nicht. Oh, was ist links? Was ist das? Was ist das? Dreimal Bass? Das kommt mir verdächtig vor. Aha, aha. Warum dreimal Bass? Was hat das hier zu bedeuten? Ich habe keine Ahnung. Hm. Ach, guck mal, da ist ein Bonusspiel. Hätte ich jetzt am wenigsten mitgerechnet. Oh, schon wieder. Hauptsache keine Bananen sammeln. Bitte nicht noch einmal. Werde ich wahnsinnig. Nein! Hallo? Kommen hier nochmal Fässer? Ey, wollt ihr mich verarschen?
Schreck mich jetzt nicht auf. Nein. Es bringt doch nichts, dich jetzt aufzuregen. Nein, überhaupt nicht. Eins ist sicher, das ist bisher das bekloppteste Level im Spiel. Es wird schwer zu toppen sein. Okay, das war Bonusspiel Nummer 2. Die DK-Münze haben wir auch schon. Also nichts wie ins Ziel. Ich will dieses Level nie wieder sehen in meinem Leben. Was war denn das jetzt? Da geht's weiter. Och, unser Vögelchen. Auch für... Müssen wir ihn wieder sicher ins Ziel leiten? Wer weiß, in was für einen nützlichen Gegenstand er sich verwandelt. Achtung, Vorsicht. Wie denn? Okay. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Warten, warten, warten. Da. Oh, das ist alles. Dafür habe ich Dixie geopfert, für diesen blöden Ballon. Hab schon genug Leben auf der Uhr, Leute. Oh, ein Booty Bird, aber den kann ich leider nicht. Nee, ich habe hier nichts zum Werfen und auch nichts. Keine Dixie weit und breit. Egal. Oh, Leckparty hier. Das ist ja schlimm. In diesen Wasserfall-Leveln leckt es immer tierisch. Wahrscheinlich, weil sich so viel bewegt. So, haben wir noch Zeit? Ja, wir haben noch Zeit für das Alligator-Attentat. Ja, der internationale Terror hat auch Einzug gehalten in Donkey Kong Country 3. Wir werden von einem Fadenkreuz verfolgt, nachdem wir uns ins Squidder verwandelt haben. So. Da ist es! Und dieses böse Fadenkreuz versucht uns hier zu beschießen. Zum Glück ist es nicht allzu schnell und muss uns erst lange anvisieren, bevor es schießt. Derweil sind wir schon längst wieder woanders. Haha. So nicht, King Karool. So nicht. Muss schon ein bisschen schneller werden, um uns gefährlich zu werden. So, leckere Himbeersuppe. Ich baller erstmal alles weg. Das ist das Beste, was man machen kann in diesem Spiel. das war ein bisschen gefährlich jetzt. So ein bisschen. So ein klein wenig, aber nur. Oh Gott. Ach, Squidder ist und bleibt der beste tierische Helfer, neben Squawks, finde ich. So. Mal gucken, wann das erste Bonusspiel kommt. Ich hoffe, ich habe es nicht schon verpasst. Hier ist nämlich schon der Checkpoint. Autsch! Er hat mich doch tatsächlich getroffen. Und ich hab mir die Füße an der Himbeersuppe verbrannt! Wie kann denn sowas passieren? Diese Spinne hat Turnschuhe an! Ach ja, ich vergaß. Stimmt, da war ja was. Oh Gott, ich leide. Das vorige Level hat mich schon psychisch angeknackst, möchte ich sagen. Und das gibt mir jetzt den Rest. Ich werde auch nach diesem Part die Session beenden und mich erholen.
Bis zur nächsten. So. Hass! Also, ich habe 1000%ig schon ein Bonusspiel übersehen. Dann hätte schon längst was kommen müssen. Oh, das war sehr risikoreich. Ich will wissen, was da unten ist. Wegen nur einer blöden Bären... Oh. Was haben sich die Entwickler eigentlich dabei gedacht, zwei solche Rage-Level direkt hintereinander zu platzieren? Was habt ihr euch dabei gedacht? Oh, Vorsicht, jetzt habe ich fast denselben Fehler wieder gemacht. Oh, ich bin sauer. Ich schieße auf alles, was sich bewegt. Ist egal, ob gut oder böse. Oh, es gibt mir den Rest dieses Level. So, schwindet. Okay. Uah. Weg da, ihr Springschwänze, ihr Blöden. Uah. Ah, hoi. Und schauen wir mal hier. Da oben ist ein... Was? Ich weiß nicht, was der hier zu suchen hat. Ah, hier. Wo geht's denn hier jetzt weiter? Hier oder da? Ich glaube, hier ist der normale Weg. Das bedeutet, dieser Bass bewacht irgendwas Wertvolles. Wahrscheinlich ein Bonusspiel. Ah, ah, Mann, hört auf! Was, Quitter? Fängst du jetzt auch noch an zu spinnen? Haha, spinnen! Zu spinnen! Habt ihr verstanden? Zu spinnen! Ah, okay, ich weiß, der war schlecht. Oh, jetzt dürfen wir Attentäter spielen. Auch mal nett. Und hier die Springschwänze. Abknallen. Gar nicht so leicht zu bedienen, das Teil. Oh, Bass auch noch. Und... Und zack. Hey, das macht Spaß. Taliban Kong. So. Und da noch zwei. Ah, Mann. Die Steuerempfindlichkeit ist extrem hoch von diesem Ding. Und die Bonusmünzen dürfen auch noch abschießen. Äpp. Gut, wenigstens ein Bonusspiel. So, und jetzt sind wir wieder der Gejagte. Hoppala. So. Und da versteckt sich noch das G. Und der DK-Münzenhaini haben wir auch noch nicht gefunden. Moment. Irgendwas ist hier. Ah ja, ein paar doofe Bananen. Oh, Mensch, blödes Fadenkreuz. Gottes Willen, meine Nerven sind so am Ende nach diesem Part. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Jetzt hör auf zu lenken. Das kommt auch noch erschwerend hinzu. So. Tja, vielleicht haben wir Glück und das war das einzige Bonusspiel in diesem Level. Ich fürchte aber, es fehlt eins. Ja, es fehlt eins. Wir dürfen noch mal rein. Ist das nicht herrlich? Ach ja, wegen unserer eigenen, nicht enden wollenden Blödheit dürfen wir uns noch mal auf die Suche machen. Muss also irgendwo in der ersten Hälfte sein, nehme ich an. Weil es ist meistens so verteilt, dass in der ersten Hälfte des Levels ein Bonusspiel sich versteckt und in der anderen Hälfte das zweite. Ist nicht immer so, aber meistens. Meistens immer. Wie ich früher immer gesagt habe. Meistens ist es immer so. Ah. Oh.
Da oben, genau. Ich kann mich erinnern. Wie konnte ich so blind sein eben? Ich Depp. Oh ja, 15 Bananen. Da hab ich jetzt Lust drauf, ne? Warum den armen Let's Player nicht noch mit Füßen treten, wenn er nicht schon auf dem Boden liegt? Okay, das ist noch ein relativ humanes Spiel hier. Ah, Leute. Ja, die letzte muss da oben sein, sicher dort. Ah, lass mich durch. Okay, danke, das war's. Nächstes Level nennt sich Lemguins Frostflitze, aber erst in den nächsten Part, denn ich muss jetzt Baldrian Dragees fressen, um mich wieder ein bisschen auf normalem Niveau zu begeben, nervlich. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, sage ich. Tschüss.